Willkommen zurück bei Dirt 4. Heute machen wir können ja mal die Rallye Cross fahren, oder? Vielleicht können wir daran schon teilnehmen mit dem Auto, was wir eventuell besitzen. Rallye Cross sind elektrisierende Rundkursrennen in großen Motorsportarenen. Gut, danke. Weiß ich genug. RX Super 1600 Pokal. Okay. 228.000, uiuiui. Na, mal schauen, wie das läuft. Was ist das da hinten mit dem grünen? Clubman-Strecke. Asphalt, 0,6 Kilometer lang. Montalegre, Portugal. Schließe das Event als erster deiner Fahrzeugklasse ab, mindestens siebter. Weniger als drei größeren Kollisionen und ohne Fahrzeugbergung. Ah, aber diese Fahrzeugbergung. Naja, mal schauen. Jo. Die ausgestatteten Teile deines Fahrzeugs sind für dieses Event länger nicht geeignet. Du kannst sie aber verbessern. Ich kann noch nichts verbessern. Ist jetzt egal, ich nehme das trotzdem. Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal fahren. Verpasst du sie, erhältst du eine Zeitstrafe. Ah, die Joker-Runde. Streng dich heute an. Klar. Zeig, was du kannst. Ja, mal schauen. Also, wenn das Auto anscheinend noch nicht dafür geeignet ist, könnte es tatsächlich sehr schlecht laufen. Wir schauen uns die ganze Sache jetzt erstmal an. Joker-Delta. Also ich muss die einmal fahren. Vier Runden insgesamt. Los. Lass dich nicht ablenken und konzentriere dich. Alter, der hat mich völlig rausgebracht. Fahr doch mal vor! Rechts ist Gas, Junge! Du machst bei diesem Verkehr keine Zeit gut. Ziehe es in Erwägung, den Joker in dieser Runde einzusetzen. Scheiße, die denken alle hier dran. Von alle die Runde. Junge, Junge. Na gut, ja. Ich fahr wahrscheinlich nicht besser als die Gegner in dem Fall. Mein erster. Ich glaube, irgendwas ist an meinem Auto bestimmt kaputt gegangen. Ja, wenn das hier gut läuft, können wir vielleicht auf Rang 14. Ups. Und wir können dann die Forschung und Entwicklung mal bauen. Ja, nun, die sind weit abgeschlagen. Das ist ganz gut, letzte Runde. Okay, erster. Oh Mann. Gut gefahren. Großartig. Ah, und dabei hatte ich mir noch vor der Folge vorgenommen, nicht so zu fluchen. Hat genau bis zur zweiten Runde gereicht. Okay, weiter. Wahrscheinlich waren hier schon mehr als drei größere Kollisionen dabei, wobei ich eine bloß verursacht habe. Eventuell zwei oder drei. Okay, null, kein, okay, da war noch keine größere Kollision dabei. Ja gut. Oh ja, die Bude müssen wir auf alle Fälle reparieren. Wie lange dauert es? 2,51 bloß. Zack, zack. Fusch, fusch, fertig ist. Ja, weiter. Die Ampel ist hoch. Schaut da vorne. Startplatz 2. Los, los, los! Wenn wir direkt durchs Joker-Delta fahren, ist vielleicht ganz cool, oder? Da gehe ich ja am Anfang erstmal den Stau, den ich verursache. Und dann da vielleicht den nächsten. Oh, du Depp. Der
bremst aber auch echt ohne Scheiß. Dieselbe Strecke, okay. Da steht schon wieder einer mit der Kurve. So, gerade Rampe ist okay, oder? Sie fahren für den zweiten Platz, wenn soweit alle Fahrer ihre Joker-Runden gefahren sind. Sind alle ihre Joker-Runden gefahren? Ja, schon begonnen. Okay, die hinter mir hatte ich jetzt nicht gesehen, aber da war, glaube ich, keiner weiter hinter mir. 6 Runden sind es diesmal. Zeit, um hier was gut zu machen. Einer ist rausgedrängt worden, der hier vorne mit den anderen gerade gedreht hat. Okay, Spotter-Vorhersage. Ja, das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Kommen noch ein paar Rennen. Eventuell hinten raus wird es dann kaputt gehen oder sowas, keine Ahnung. Aber so schlecht stelle ich mich jetzt hier mit unserem Auto gar nicht an, finde ich. Der zweite ist auch ein paar Meter entfernt. So, der zweite, der fährt nämlich jetzt seine Joker-Runde erst. Aber das ist eine ganz geile Idee mit dieser Joker-Runde. Ich kenne das so gar nicht, weil ich halt diesen Motorsport auch überhaupt nicht verfolge. Aber eine nette Idee. Du kannst zufrieden sein. Das war gute Arbeit. Ja, ich weiß. Das lief ganz gut. Sehr schön. Erster. Ah, hier. Alles gepasst. Jawohl. Oh, da gibt es sogar schon mehr Geld bei dem zweiten. Und hier 83.000 nochmal. Ja. 14. Weiter. Nach Hölchis. Nach Schweden. Ha. Da haben wir doch schon mal wieder ein ganz gutes Geld gemacht. Ja, die sieht relativ human aus. Na, mal schauen. Auch wieder sehr kurz. 0,6 Kilometer. Hölchis. Hölchis? Hölchis, ne? Ich kann kein Schwedisch, leider. Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal fahren. Verpasst du sie, erhältst du eine Zeitstrafe. Okay. Okay, Augen auf die Strecke. Die Ampel wird gleich grün. Viel Glück fürs Rennen. Ist hoch. Los, los, los. Abgekürzt, ich hoffe, das gibt keine Probleme mit der Rennleitung. Aber die habe ich vorher geschmiert. Wo? Moment mal. Nutze die freie Strecke, um den Abstand zu vergrößern. Wo ist denn die Joker-Runde? Hä? Wo soll ich denn da reinfahren? Ich sehe das denn? Ach, hier rechts. Okay, dann mache ich das jetzt auch. Gut. Die beiden hier vorne, die sind flink unterwegs. Wie viele Runden sind es? 4. Ich bin Dritter. Ich würde gerne noch wenigstens einen einkriegen, aber das wird schwierig, diesen echten Flirt. Noch 2 Sekunden und wir rücken einen Platz nach vorne. Okay, ich versuch's. Ich fahre aber auch gerade nicht gut.
Sekunde. Ein bisschen bin ich rangekommen. Noch 8 Zehntel, damit wir uns verbessern. Halt weiter an. Shit. Ich versaue ich immer die erste große Kurve. Nein. Okay, konzentrieren wir und dann los. Ah, oh, da dachte ich, es geht schon rechts lang, aber da ging es wohl nochmal links lang. Nein! Die 10 Sekunden kosten mir auch meinen dritten Platz. Oh, fuck. Oh, das ärgert mich. Das war gute Arbeit. Das war keine gute Arbeit. Die letzte Runde war mal voll für den Käse, ey. Vierter geworden, naja, gut, immerhin. Platz 12. Was? Oh, hier. Das war aber. Das war eine Erbärmlichkeit, nicht zu überbieten. Hier gab es bloß ein Rennen. Och nö! Mist, ich sehe schon, dass ich das nochmal fahren muss. Aber ich hätte es vielleicht noch geschafft, aber ich. Ah, schlecht. Achso, es gab jetzt bloß ein Rennen, weil ich halt einen schlechten Platz erreicht hatte. Sonst wäre dann natürlich noch das Finalrennen gekommen. Lytton Hill, England. Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal fahren. Ich hab's verpasst kapiert. Du sie, erhältst du eine beim ersten Mal. Okay, beim zweiten Mal. Es geht gleich los. Gib heute dein Bestes. Die Ampel ist rot. Los. Shit, wäre ich doch direkt die Joker-Runde gefahren. Ich hab noch überlegt, aber dann dachte ich, nee, da fahren schon zwei. Ist doch mal die Ecke gemacht, ey. Vorbei. Ruhe, reiß dich jetzt zusammen. Du brauchst eine freie Strecke für ein höheres Tempo. Die Joker-Runde können dir etwas Luft verschaffen. Davon ist auf alle Fälle die Joker-Runde noch fahren. Oder? Doch nicht. Ich weiß gerade, ich habe es gerade nicht gesehen. Wer da nicht gefahren ist. Noch 1,5 Sekunden und wir rücken einen Platz nach vorne. Oder einen nach hinten, da fehlt auch nicht viel zum dritten. Relativ nah an der Tranke. Ja, aber nein. Oh, Scheiße. Ach, Gott sei Dank, ey, das war knapp. Gerade so zweimal. Sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Ha, dann noch. Kommt ja noch ein Rennen. So, jetzt fahre ich sie direkt beim ersten Mal. Da habe ich hoffentlich dann eine Ruhe. Dritter als Vierter? Okay. Grün. Los. Einer fährt, zwei fahren. Und noch einer. Wieder 6 Runden.
gar nicht so verkehrt, wenn ich die direkt am Anfang fahre, in der ersten Runde. Oder hat einen Teil verloren. So, und jetzt einer der beiden noch. Nein, okay. Deswegen komme ich relativ nah ran. Das heißt, die müssen auf alle Fälle noch fahren. Dass ich dann eventuell noch beiden Plätze gut machen kann. Ui, jetzt sehe ich gerade wieder wenig. Das ist der Nachteil von der Ego- oder von der Krypto-Perspektive. Dass du halt dann beim Start nicht siehst. Jetzt kommt schon Fahrt, du musst langsam. Jetzt fahren sie alle beide. Jawohl. Gucken, ob mein Plan aufgeht. Ich denke schon, die müssen jetzt hier links rauskommen. Super. Okay, das hat mir dann doch relativ viel Abstand gebracht. Klasse. So, man sollte hoffentlich ohne Probleme die letzte Runde fahren dürfen. Ja, das zweite Rennen hat es mir komplett verkackt, ne? Aber so schlecht. Beziehungsweise die Zeitstrafe, 10 Sekunden. Sonst hätten wir es vielleicht noch irgendwie biegen können. Aber ich glaube, die Gesamtwertung passt halt von hinten nicht. Was habe ich denn gerade gemacht? Jetzt bin ich ja nur auf den Schotter gefahren. Ach komm. Reicht. Super. Immerhin. Gut gefahren. Großartig. Danke. Zwischenstand Meisterschaft. Immerhin noch auf Siegertreppchen auf dem dritten Platz. Das werde ich wohl. Da hat es nochmal verbessert. Okay, ausgezeichnet. Wunderbar. 93.000. Gibt's aber Geld. Cool. Da können wir uns die Ausstattung hoffentlich für die Forschung und Entwicklung leisten. So insgesamt Dritter. Ja, schade. Da müssen wir nochmal ran. Da muss ich unbedingt Erster werden. Ich glaube, das fahre ich offscreen gleich nochmal. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Da würde ich sagen, wo ist es hier? Mein Team. In die Anlagen, in die Forschung und Entwicklung. So, das hätten wir vorher schon machen können. Und B, 180.000, das geht auch. So, und dann können wir nämlich auch unser Fahrzeug upgraden und tunen. Das probiere ich dann gleich mal, wenn ich das nochmal fahre. Wunderbar. Wobei, warte mal, wir können doch vielleicht... Bei den Garagen habe ich noch nichts weiter. Kostet halt 100.000, wenn ich 8 Plätze haben will. Derzeit brauche ich noch kein Fahrzeug, deswegen lasse ich es mal. Privatsammler. Seltenere Fahrzeuge in den Kleinanzeigen. Echt jetzt, Verpflegung kann ich erst ab Rang 22 verbessern. VIP-Bereich. Ab Stufe 16. Werkstatt. 5% Rabatt ab Stufe 15 erst, okay. 20. Wiederverwertung. Das könnten wir machen. Ich weiß nicht, was die Wiederverwertung bringt. Hier steht, man kann Teile verkaufen. Ich mache das jetzt einfach mal, falls ich das tune und dann die alten Teile verkaufe, dass ich da vielleicht noch ein bisschen was rauskriege oder so. Aufenthaltsraum, ab Stufe 18 das nächste, das haben wir, das haben wir. Logistik kann ich da eventuell auch ab 15 erst erhöht, Beziehung um 10%. Sponsorenunterstützung auf B. Das würde gehen. Dann können wir uns direkt noch einen neuen Sponsor leisten. Das machen wir jetzt auch mal direkt. Und genau. Danach fahre ich dann das nochmal, was ich eben gefahren bin. Da kommt dann hoffentlich, wenn ich gut bin, nochmal ein bisschen Geld bei rum. Und vielleicht Stufe 15, dass ich unser Team nochmal upgraden kann. So, Sponsoren. Ach, guck mal, die anderen sind auch alle gerade frei geworden. Ich gehe jetzt einfach nach dem Geld. Was? Hat ein Interessenkonflikt mit Elonix. Achso. Ja, dann nehme ich halt die anderen, die da übrig bleiben. Geht's jetzt vielleicht? Auch nicht. Scheiße. So, mal gucken, da kriege ich den letzten Platz wohl gar nicht voll. Doch, hier Blaupunkt. Ach ne, 32. Oh, schade. Geht nicht. Na gut. Was soll's? Dann, ja. Haben wir für heute alles erledigt. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal.